diesem YouTube-Video-Short erzählen wir euch die Geschichte von Frankie Jr. Wrzucek, dem Bruder von Janan Wrzucek, die zusammen mit ihren drei Kindern von ihrem Ehemann Chris Watts ermordet wurde. Dieser tragische Fall hat weltweit für Aufsehen gesorgt, aber auch für viele Spekulationen, Verschwörungstheorien und Schikanen von einigen selbsternannten Ermittlern, die sich auf YouTube tummelten. Zwei der bekanntesten waren Seeking the Truth with Dave und Armchair Detective, die behaupteten, die Wahrheit über den Fall zu kennen und die Familie Wrzucek zu beschuldigen, zu lügen oder etwas zu verbergen. Frankie Jr. Wrzucek war einer der Hauptleidtragenden dieser Kanäle, die seine Familie verleumdeten, beleidigten und bedrohten. Er entschied sich, etwas dagegen zu tun, indem er die beiden YouTuber bei YouTube meldete, Petitionen startete und rechtliche Schritte einleitete. Er erstellte auch seinen eigenen YouTube-Kanal, wo er Videos hochlud, in denen er seine Meinung über den Fall und seine Familie äußerte, die Kanäle kritisierte und seinen Unterstützern dankte. Sein mutiger Schritt hatte große Auswirkungen. YouTube löschte die beiden Kanäle und sperrte sie auf Lebenszeit. Frankie wurde zu einem Helden, der YouTube veränderte.